Hallo alle zusammen, heute sprechen wir über die mündliche Prüfung der Deutsch B1, B2 Pflege und zwar über den Teil Nummer 2, einen Kurzvortrag halten. Genau, der Vortrag sollte kurz sein, ungefähr 2 Minuten dauern. Und das Thema bzw. 2 Themen zum Vortrag bekommst du schon in der Vorbereitungszeit. Und in dieser Zeit solltest du dich so schnell wie möglich für ein Thema von diesem Vortrag entscheiden. So, ich wiederhole noch einmal. Vorbereitungszeit dauert 20 Minuten und hier bekommst du 2 Aufgaben, einmal den Vortrag und einmal eine Diskussion. Das heißt, du hast pro Aufgabe circa 10 Minuten Zeit. Jetzt erkläre ich dir, wie du schnell und effektiv dich auf diese Aufgabe, den Vortrag halten, vorbereiten kannst. So, mein Video besteht aus mehreren Teilen. Und zwar zuerst kommt allgemeines Wissen zum Thema Vortrag, wie man das effektiv in 10 Minuten sich vorbereiten kann. Danach zeige ich dir meinen Vortrag zum Thema Notfallsituationen im stationären Bereich. Und zum Schluss siehst du diese Präsentation noch einmal, aber ohne mich, damit du das einfach von deinem Handy oder von deinem Computer ablesen kannst. Ich möchte dich in jedem meinem Video immer aktivieren. Nicht nur, dass du schaust und siehst, sondern dass du auch aktiv bist und zum Beispiel, dass du mir etwas nachsprichst oder meine Folien einfach selbst liest. Am besten schreibst du dir manche Sachen auch ab in dein Heft. So, nun beginnen wir mit dem allgemeinen Wissen zum Thema, wie halte ich einen Kurzvortrag in der Prüfung Tagdeutsch. Nun bist du in der Prüfung und das ist dein Blatt Papier. Du hast circa 10 Minuten Zeit für diese Aufgabe. Schreibe dir in der Mitte dein Thema auf. In unserem Fall ist das Notfälle im stationären Bereich. So, und dann sammle einfach Informationen, die du schon über dieses Thema hast. Das können verschiedene Situationen sein, zum Beispiel. Du kennst dich aus, welche Arten von Notfällen gibt es, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schock, Lungenembolie, dann zeichnest du so eine Lunge vielleicht. Und so weiter. Alles, was dir in den Kopf kommt. So, dann überlegst du dir vielleicht, was könnte man unternehmen, wenn jemand Notfall hat. Aha, ich brauche einen Notfallkoffer, dann muss ich den Arzt anrufen. Ich kann das mir zeichnen, ich muss es nicht unbedingt schreiben, ja, aber gerne kannst du auch schreiben. Achtung bei der Prüfung, dass du nichts so stark ablesen, keine Texte schreiben, nur kleine Notizen, Stichpunkte. So, dann hier hast du das alles dir überlegt, was du machst, wenn Notfall gibt im Krankenhaus, im Pflegeheim. So, dann kommst du zu dem nächsten Punkt. Aha, zum Beispiel deine eigene Erfahrung. Welche Erfahrung hast du mit diesem Thema? Zum Beispiel, wenn du darüber etwas sagen kannst. Du könntest natürlich sagen, ja, zum Beispiel ein Bewohner hatte mal eine Tasse Kaffee geschüttelt und da gab es ein großer Notfall und ich kann darüber ganz ausführlich berichten. So, jetzt sind ungefähr 2 Minuten rum und du hast hier insgesamt verschiedene Themen. Jetzt überlege es dir, wie erzählst du das? Aha, die richtige Reihenfolge. Okay, zuerst berichte ich über die Arten von Notfällen, danach erzähle ich,
über die Maßnahmen, die man bei Notfällen unternehmen muss. Und das wird Punkt 2 sein. Und zum Schluss berichte ich Ihnen oder werde ich noch berichten, meine eigene Erfahrungen zu diesem Thema. 1, 2, 3. So, jetzt bist du bei 3 Minuten. Dann versuche diese Punkte 1, 2, 3 jetzt einfach noch mehr Wörter dazu zu finden, was du genau sagen möchtest. Wir haben gesagt, 1 sind Arten, Nummer 2 sind Maßnahmen und Nummer 3 ist Erfahrung. So, und jetzt sammle hier deine Stichpunkte, was du noch dazu sagen könntest. Und gerne kannst du auch, wie gesagt, etwas zeichnen und dich schneller daran erinnern. So, denke bitte dran, dass du unbedingt dir Redemittel für einen Vortrag benötigst. Redemittel. In meiner Präsentation habe ich dir die Redemittel mit der roten Farbe markiert. So kannst du immer sehen, welche Redemittel für einen Vortrag am wichtigsten sind. Nun kommen wir zum Vortrag. Notfallsituationen im stationären Bereich. Mündliche Prüfung TELG Deutsch B1 B2 Pflege, erstellt von Elena Wermuth, TELG Prüfungstrainerin, Hochschuldozentin und TELG Prüferin. Ich habe für Sie einen Kurzvortrag zum Thema Notfallsituationen in der Pflege vorbereitet. Mein Vortrag habe ich in 3 Teile gegliedert. Zuerst erläutere ich allgemeine Grundlagen zu häufigen Notfallsituationen im stationären Bereich, was jede Pflegefachkraft auf der Station wissen sollte. Danach erwähne ich die häufigsten Notfallsituationen und beschreibe einige kurz. Zum Schluss berichte ich Ihnen über die allgemeinen Erstmaßnahmen. Nun beginnen wir mit der Frage, welche Fragen sollte jede Pflegefachkraft beantworten können? Diese Fragen sind: Wie lautet die Telefonnummer des Reanimationsteams? Wo ist das Reanimationsbrett? Wo ist der Reanimationskoffer? Wie geht er auf? Und was liegt im Koffer? Wo findest du Beatmungsbeutel, Sauerstoffgerät, Absaugung und wie funktionieren diese Geräte? Gibt es eine Patientenverfügung? Damit keine Probleme bei der Notfallsituation auftreten, sollte man sich diese Fragen vor jedem Dienst stellen. Und jetzt gehen wir über zu den häufigsten Notfällen auf der Station. Das sind Sturz, Schock, Bewusstlosigkeit, Lungenembolie, Herzrhythmusstörung, Herzinfarkt, Verbrennung. Ich nehme als Beispiel der Notfallsituation Schock. Einige Symptome des Schocks kann ich hier nennen: weißes Gesicht, kalter Schweiß, Hypotonie und Tachykardie. Beim Schock muss man Vitalzeichen engmaschig kontrollieren. Die Ursachen des Schocks sind auch unterschiedlich: allergisch, kardiogen oder einfach Mangel an Volumen. Zum Schluss möchte ich die allgemeinen Erstmaßnahmen erläutern. Die Pflegefachkraft sollte den Arzt informieren, der Patient sollte in eine aufrechte Position gebracht werden und bekommt Sauerstoff. Weiter muss man Fenster öffnen, die Kleidung öffnen, Sauerstoffsättigung messen, bei einem Atemstillstand eine kardiopulmonale Reanimation einleiten. Nun habe ich alle 3 Teile meines Kurzvortrags zum Thema Notfallsituationen in der Pflege erläutert und bin am Ende meines Vortrages angelangt. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Frage des Prüfers: Was passiert mit Angehörigen und Mitpatienten bei einem Notfall im stationären Bereich? Danke für diese Frage. Die Angehörigen und Mitpatienten werden möglichst aus dem Zimmer gebeten.
Man braucht Platz für Reanimationsteam und die Geräte.